Es bleibt spannend. Partie 49, nach denen Partie 48 war gar nicht so schlecht am Anfang, aber ja, nicht genug, um den Großmeister zu besiegen. Natürlich mit Schwarz eh immer schwer, aber heute, jetzt, 49. Partie, spiele ich ja mit den weißen Figuren, da ist alles drin und es bleibt zu Recht spannend. Wir springen rein in die erneute Herausforderung vom Großmeister und schauen mal, was ich heute auf dem Präsentierteller habe, denn es ist nichts anderes als E4. Ich glaube, ich werde die ersten 100 Partien nichts anderes als E4 spielen. Schon wieder so eine komische Öffnung. Wenn er schlägt, muss ich mit der Dame raus. Kommt der Springer. Ist das Tempo schon wieder weg. Aber ich weiß auch nicht, wie man C5 am besten kontert. Jetzt kommt der Springer. Das kennen wir alles schon. Das kennen wir alles schon. Die Frage ist jetzt natürlich, geht die Dame einfach wieder zurück? Keine Ahnung. Dann kommt er ins Zentrum. Es liegt aber auch daran, dass ich nicht so richtig weiß, wohin ich die Dame stellen soll, damit sie nicht durchs Feld gejagt wird. Da muss ich mal mir ein paar Videos angucken, was man macht bei C5. Hätte ich wahrscheinlich eher so spielen sollen oder so. Ja, egal, hätte Fahrradkette. Fragen wir den mal hier. Jetzt habe ich den unschönen Doppelbauern hier. Dafür hat er den Läufer verloren. Das mag er nicht. Er liebt seine Läufer, aber
hat offensichtlich hier die Abwägung getroffen, zu sagen, okay, ich verzichte auf den Läufer und gebe ihm dafür den Doppelbauern die schlechtere Stellung. Ob diese Rechnung aufgeht, Herr Großmeister, das wage ich ja noch zu bezweifeln. Da haben sich schon viele andere verhoben, ohne Läufer, ohne Läuferpaar. Der hängt natürlich jetzt, wenn er da hingeht. Dann schlägt er den alle direkt schon wieder zwei Bauern gesnackt. Richtig. Dame hier hin wäre eine Option. Dann muss ich schlagen. Jetzt er schlägt, snackt er meinen Turm. Den. Es ist so, wie man's macht. Ja. Hat jetzt den doppelt angegriffen. Schlägt er den Schach? Ich habe ja zu schnell gespielt, ne? Ja. Arschloch, wirklich. Eddie gibt auf. Ja, F schlägt G7, war ein bisschen flink. Wir gucken noch kurz rein. Analyse. Bauer nach E4, Bauer nach C5. Ich habe keine Lust, hier jedes Mal dieselbe Rede zu halten über Figuren raus, Rochade, offene Sizilianer, dies, das hier. Spiel weiter D4. Schlägt, jetzt Speer F3 besser.
Dame schlägt D4, Spalt zu 6, jetzt Dame D3 besser. Aber das kennen wir alles schon aus dem letzten Video. Dame nach D1 zurück. Spalt nach 6, jetzt steht schon ein bisschen besser, weil zwei Figuren im Spiel, weiß noch keine. Spalt C3, E6, um den Läufer herauszubringen. Läufer nach B5. Ja, Weg in der Figur, insofern in Ordnung. Wahrscheinlich ist Läufer D3 hier besser, um einen Blick auf das Zentrum zu halten. Und dann Spalt E2. Okay, Läufer B5, Läufer B4 greift halt den Bauern an. Und jetzt ist schon relativ schwierig für Schwarz, für Weiß. Das ist auch das Problem, wenn man so spielt, dass man sich früh Probleme einheimst, die man halt, wenn man einfach die Figuren rauszieht oder offen spielt, nicht hat. Also ich jetzt hier schon relativ früh Fragen stellen kann, was natürlich die Fehlerquote erhöhen kann. Und ja, Dame nach D3 war besser, um hier erstmal alles gedeckt zu halten. Dann stehe ich nur ein bisschen besser. So, Bauer nach A3. Läufer schlägt, B schlägt C. Jetzt können wir nicht entscheiden, ob Dame A5 oder Spalt schlägt E4. Kommt dieser Spalt schlägt E4, ist ein bisschen stärker. Aber Dame A5 auch kein Fehler, wie wir sehen können. Läufer schlägt, schlägt, schlägt. Jetzt dachte ich, Bauer nach F3, wollte ich Bauer nach D5 spielen und habe versucht, die Stellung einzuschätzen. Nach E5, Spalt nach D7. Ah, Schwarz hat halt einen Bauer mehr. Der Läufer kann relativ schnell rauskommen. Und Weiß braucht noch Zeit für die Entwicklung. Also ist auch unangenehm. Aber nach Bauer nach E5, ich glaube, Dame schlägt G2, nicht der beste Zug von mir. Ja, sagt Computer auch. Aber ich konnte nicht widerstehen, mir den Bauern zu schnappen. Hier, Spalt nach E4 oder irgendein normaler Zug. Und Schwarz bleibt natürlich im Vorteil. Aber jetzt, nach E schlägt F6, war ich nicht sicher, wie die Stellung ist. Hier, E schlägt F6, ich schnapp mir den Turm. Also E schlägt F6 war gut, die Alternative ist Dame F3. Das rette den Turm, aber dann habe ich zwei Bauern mehr. Das ist deutlich, deutlich besser für Schwarz wahrscheinlich gewonnen. Das war E-Schlägt F6 beste Chance, aber mit einem anderen Follow-up. Nach Dame schlägt H1, jetzt F schlägt G7, verliert die Partie. Die Chance war Dame nach G4. Und ich war mir nicht sicher, wie die Chance ist tatsächlich. Also Computer sagt Schwarz steht besser, aber mit komischem Zug wie Dame nach D5. Ich hätte wahrscheinlich hier weggenommen und dann nach langer Rochade, seht ihr, weißer Vorteil. Zu viele Figuren im Spiel. Oha. Ich hatte es befürchtet. Aber ob ich den Zug Dame nach D5 entdeckt hätte, habe ich mal Zweifel, ehrlich gesagt. Dame nach D5 schlägt hier. Ah, und Dame E5, das ist der Trick. Das hätte ich sehen müssen. Das wäre nicht leicht gewesen. Also, hier gab es, glaube ich, praktisch sehr, sehr gute Chancen mit Dame nach G4. Aber hier hat Etienne ein bisschen zu schnell gespielt. Nein, er schlägt G7. Ist die Partie halt vorbei, weil ich hier schlag und mir dann diesen Bauern schlagen kann. Aber auch wenn ich mir den Bauern nicht schlagen könnte nach König E2, welche die Damen tauschen würde, wäre es auch vorbei, weil ich einen Turm mehr hätte. Also F schlägt G7. Kam ein bisschen flink. Und danach war es das. Die Stellung tatsächlich sehr, sehr kompliziert nach Dame G4. Also hier kann alles passieren. Ich weiß, dass ich auch in der Stellung Favorit bin. Das meine ich nicht. Aber objektiv, ob man hier Dame nach D5 findet, habe ich tatsächlich meine Zweifel. Und nach G schlägt F6 hätte ich schlecht gestanden. Also da gab es eine Chance wegen meiner übermäßigen Gier hier mit Dame schlägt G2. Es gab eine Chance, habt ihr gehört? Es gab eine Chance. Ging Weiß an dieser Chance vorbei. 49 Partien gespielt. Es bleibt spannend. Die 50. steht vor der Tür. Ich weiß nicht, ob wir dafür was unglaublich Besonderes machen. Hier, Live-Event oder was? Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr euch das hier schon so lange anguckt, dass Eddie so lange durchhält. 50. over the board. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin in Hamburg City. Kriegen wir hin. Lanxess Arena ist hier in Hamburg. GG, danke an Eddie und danke, Jan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja, naja, die Chance war da. Es war ein bisschen da am Anfang wieder mit dieser C3. Hat er mich wieder direkt mit den ersten zwei Zügen erwischt. Aber ich glaube tatsächlich. Oh! Rocket Beans TV, hi, hi, how. Rocket Beans TV, falls ihr es nicht kennt, die geilsten, wir sind die geilsten. Hallo Böhnchen, ich habe gerade wieder Es bleibt spannend gegen Jan Gustafsson gespielt. Ich will nicht spoilen, deshalb sage ich nicht, wie es ausgegangen ist, aber ihr könnt euch auf eine neue Partie freuen, die 50. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass ich zumindest glaube, eine Winzigkeit gelernt zu haben. Ich gehe dazu noch mal in die Partie rein.
und zeige euch, was ich meine. Und zwar hier bei der Eröffnung. Hier. Da habe ich ja überlegt und habe mich dann hier für diesen Zug entschieden, habe aber dann mehr oder weniger kurz danach schon bereut, nicht diesen Zug gemacht. Sagen wir, jetzt gucken wir nochmal auf die, was ist das jetzt hier? Purple Arrow is Mainline Moves, Pink Arrow is Variations, Blues is Evil Best. Evil Best. Okay, whatever. Hier wird sogar Springer C3 vorgeschlagen. Wenn er den macht, dann Springer dahin, dahin, dahin. Ja, gut, also. Es ist. Hier ist noch eigentlich nicht so viel. Wenn er den schlägt, dann hätte ich hier hingemusst. Aber was mache ich dann, wenn er hier hingeht? Nö, dann kann ich ihn einfach wegnaschen. So zum Beispiel. Oder so. Dann wird er so spielen. Ich so. Er schlägt. Ich schlag. Ist eigentlich kein Ding der Unmöglichkeit. Hm. Da habe ich mich wieder rauslocken lassen für irgendeinen Move, den ich nicht kenne. Und dann habe ich halt das gemacht. Er spielt das. Und das ist auch interessant. Die Dame 1 nach hinten. Das kann man sich mal merken. Aber hier ist jetzt schon Schwarz wieder im Vorteil. Ja, gut. Es bleibt spannend. Was soll ich sagen? Es bleibt spannend.